Hallo. Bevor ich zu einigen Infos komme, möchte ich doch noch mal, weil mir das heute ja gerade eben auch noch mal so in die Hände fiel. Ich habe ein bisschen aufgeräumt in älteren Sachen, die ich nie gesichtet hatte, weil ich ja so relativ überstürzt dann doch auch hier in Zürich ankam und dann auch sofort angefangen habe zu arbeiten und in den Mühlen und Hamsterrädern drin war. Da fiel mir etwas in die Hände, das habe ich mal gekauft, da war ich gerade mal Mitte 20. Also irgendwie hat es mich auch schon immer mal dahin gezogen und ich wusste auch schon immer irgendwie in mir drin, dass diese Dinge existieren und wahr sind. Das waren so Karten, Abraham, also Vater Abraham, Channeling. Und das war tatsächlich wieder die Karte. Ich werde sie vielleicht auch demnächst mal vorlesen. Jetzt nur mal ganz kurz, sinngemäß, dass wir darauf achten sollen, was wir glauben, fühlen, denken, sehen, visionieren, weil eben das gestaltet unser Leben. Und was im Kleinen genauso abläuft, göttliche Gesetzmäßigkeit, das läuft im Großen auch nicht anders, global betrachtet. Trotzdem brauchen wir die Aufklärung. Klar, TV hat auch wieder sehr viel rausgehauen. Ich bin nicht dazu gekommen, mir was anzuhören. Sie sind auch nie die Ersten mit irgendwelchen Beiträgen, aber sie bringen es oft gut. Tausende von Menschen hören es sich an. Also auch Dank dorthin. Natürlich haben die auch ihre Rolle und auch eine ganz wichtige hier im deutschsprachigen Raum in dieser Zeit. Wie so viele ihre Rolle haben. Und manche sind eben, ich sag mal, ganz die Aufklärer, ganz die Krieger. Andere sind ganz das Herz, wie Lena Giger. Die hat eine Energie, wenn man da mal mit reingenommen wurde oder da reinspüren kann. Zum Beispiel war ich in meiner Familie und da kam diese Herzwelle von ihr an. Und da war so eine Liebe und so ein Frieden da. Einfach so geschenkt. Denn mit meinen Eltern war jetzt auch viel Chaos und ich war eigentlich eher die Erwachsene und sie wie Kinder. Und es war nicht einfach mit meinen Großeltern. Schön, viel Liebe, Eltern, herausfordernd. Aber wir sind ja letztlich auch hier, um viel zu lernen. Und wir sind vor allem auch hier, um unterscheiden zu lernen. Jeder, der hier inkarniert ist auf diesem Planeten, auf der Erde, mit dieser verdichteten Materie. Ich meine nicht 1D, nicht 2D, aber immer 3D. Ja, Materie, alles ist noch recht zäh. Manifestationen gehen jetzt immer schneller. Deswegen Vorsicht mit negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aber in der Vergangenheit war das ja tatsächlich eben auch ein Weg zwischen der Vision und dem Materialisieren dessen. 3D, Materie. Ja, und tatsächlich, wer hier ist, der hat sich auch was vorgenommen. Eine Menge. Und vor allem anderen, glaube ich, tatsächlich auch zu lernen, zu unterscheiden. Unterscheidungsvermögen. Ja, und was ich da für eine Karte hatte, Abraham Channeling, war eben genau wieder das. Sozusagen Achtung, Glaubenssätze. Es war anders formuliert. Ich bring's die Tage mal. Aber im Gro. Und was mir zum Beispiel als ganz junge Frau noch zufiel, weil trotz allem hatte ich sehr viel Urvertrauen, wurde dann problematischer, als ich in diese schwierigen Systeme ging als Helferin. Ich glaube schon, dass das auch ein Teil meiner Lebensaufgabe war, der jetzt ein großer Teil so nicht mehr dran ist, der demnächst so auch nicht mehr gebraucht wird. Neue Ufer einfach, weiß ich. Ich weiß auch zum Beispiel, dass ich hier an diesem Ort noch mal sein kann, dass es sich jetzt auch findet, Schweiz. Aber das auf Rügen beispielsweise, da ist bei mir so eine Kraft und so eine Freude da und die Dinge gingen alle wie von selbst. Ich weiß, dass es hier nicht der vollkommen falsche Ort ist, weil dann geht gar nichts. Aber ich weiß, dass es vermutlich auch zeitlich begrenzt ist. Und dass auf Rügen irgendwie eben, zumindest jetzt auch immer schon mal partiell,
für mich ein Kraftort ist, so nenne ich es mal. Ich erzähle euch das nur, weil das einfach exemplarisch ist. Nicht um euch meine Lebensgeschichte zu erzählen, sondern einfach wirklich exemplarisch für euch, von mir. Gut, ach, jetzt hatte ich noch ganz andere Sachen. Ach, es ist sogar so, letztens hatte ich noch mal so negative Gedanken, dass ich nicht hier sein möchte. Da habe ich mir so dermaßen am Baum im Dunkeln, ich war so voll schnell und hatte Taschen in der Hand und da ist so ein Ast so quer und im Dunkeln habe ich es nicht gesehen, vergessen, dass der da ist, mir dermaßen den Kopf angeschlagen. Platzwunde, oh, hier kommt ein Entchen. Ich habe aber nichts. Also, Platzwunde, ich glaube, so ein Riesenhämatom hatte ich noch nie, leichte Gehirnerschütterung. Ich bin am nächsten Tag trotzdem zum Vorstellungsgespräch gegangen, wie geplant. Aber Ente nicht in meine Zehen beißen. Ich habe nichts. Nein, 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 nein. Hey, die ist aber sehr mutig. Ich meine, Mut sollte eigentlich belohnt werden, aber bitte nicht übertreiben. Meine Zehen sind nicht essbar. Gut, Entschuldigung. Ja, die ist wirklich extrem. Lange Rede. Guck mal hier. Tatsächlich habe ich hinterher sehr wohl verstanden, warum mir das passiert ist. Wir bekommen solche Zeichen. Und wenn, je wacher wir werden, umso mehr werden wir davon wahrnehmen, einordnen können, Unterscheidungsvermögen. Und es hilft uns, es dient uns, den richtigen Weg zu wählen. Eine andere Sache war zum Beispiel auch so banale Dinge. Da hat mein Mac gestreikt. Ich musste einen Neustart machen, damit die Dinge wieder liefen, damit ich wieder in meine E-Mails kam. Neustart, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es wirkt sich ja tatsächlich alles aus. Schwingungen, Energien. Was wir denken und glauben, bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und die Manifestationen, die werden dann auch immer schneller gehen. Das ist ja jetzt schon schneller und intensiver. Und ich glaube eben, die Menschheit braucht, auch wenn das wirklich immer mehr wird, tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um zu lernen, das Negative loszulassen. Denn wenn wir so in unsere Kraft und Macht kommen, im göttlichen Sinne, ich meine, dann können wir gar nicht mehr dunkel, negativ und falsch manifestieren, aber dann darf das auch nicht mehr passieren, wenn die Dinge sich so schnell materialisieren und so schnell lebendig werden. Gut, hier seht ihr jetzt nochmal, das sind natürlich alles jetzt auch schon nicht mehr die absoluten News, aber worauf Presse und Politik aufmerksam macht, das war Berlin von oben. Da das bisschen vom Reichstag. Ja, und dann seht ihr hier die vielen Menschen, Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, grün markiert. Kennedy, Schiffmann hat auch wohl eine recht gute Rede gehalten, ich habe es mir noch nicht angehört, weil das schaffe ich auch nicht alles. Darüber wurde natürlich nichts berichtet, null, niente. Ja, damit enttarnen sie sich ja irgendwie auch immer mehr selbst. Weil selbst die, die vorher noch glauben wollten, verstehen langsam, dass man da kaum noch Wahrheit oder seltenst mal Wahrheit findet. Vielleicht nochmal hier und da ein Tröpfchen. Dass man eher gucken darf, ja, was bringen sie jetzt? Was soll das wieder? Unterscheidungsvermögen. Oder eben auch, wen machen sie jetzt wieder gerade runter, weil das sind dann wahrscheinlich gerade eben eher die Hellen, die so dunkel dargestellt werden. Gut, ach, ich hatte noch ein anderes Bild aus Zürich. Finde ich es? Hier. Auch an dem Samstag in Zürich waren auch einige Menschen mobil. Ich war ja nicht hier, ich war in Darmstadt, da war nicht allzu viel, deswegen habe ich da auch gar nicht groß drüber berichtet. War natürlich auch was auf dem Marktplatz, aber im Vergleich zu dem Samstag davor, wo wohl der Michael Ballweg, der mittlerweile umstrittene, aber wie auch immer, er hat auch seine Rolle jetzt, geredet hat. Da war wohl deutlich mehr los.
Jetzt habe ich noch drei Sachen, darf ich nicht vergessen. Also erstmal hier jetzt Corona-Hysterie tarnt Klassenkrieg. Superreiche, ja dann einer eben davon. Sie nennen hier den Nummer 1, den Buffett. Also der Buffett sagt, ja einer dieser Superreichen, ne? Also sie nennen den Buffett, sagt, Doppelpunkt, wir führen Klassenkrieg, Ausrufezeichen. Meine reiche Klasse gewinnt. Da haben sie dann auch die Taube, das Friedenssymbol auf diesem Plakat gehabt. Ich meine, was wohl kein Thema war. Ich meine, da ist wirklich sehr viel schmutziges Gold. Gerade die Zürcher Bankenwelt, die Untertunnelung weit und breit unter der Stadt. Ja, da darf man auch mal nochmal drüber nachdenken, das schmutzige Gold in Anführungsstrichen aufgrund der Herkunft. Ja, Bankenland, Vatikanstaat, bei Genf ein weltweit Sitz, also der CIA, ein weltweit Sitz der WHO. Sie richten da wo aus? Ah, ich habe jetzt die Abkürzung gerade nicht parat, bringe ich vielleicht ein andermal, ist auch nicht so wesentlich. Ein Weltsitz des Patentamts. Alles da bei Genf wohl. CIA, WHO, Patentamt. Ja, ich meine, darüber lohnt es sich auch mal, auf dem Plakat aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren, aufzuklären. Auch wenn es eigentlich natürlich für die Schweizer, die hier leben, ich will nicht sagen, dass sie nicht auch durch viel Arbeit sich Wohlstand geschaffen haben. Ich will diesen Amtsstutz damit jetzt zum Beispiel nicht im Misskredit reden. Da ist natürlich auch Wahrheit drin. Aber ein Großteil des Wohlstands hat auch diese Wurzeln. Und da darf man auch mal drüber nachdenken und das darf man ruhig auch ans Licht bringen und hier bringen und offen machen. Klar. Was hatte ich noch? Ach ja, natürlich kommt jetzt auch, ich bringe das vielleicht auch nochmal konkret, weil da war auch ein Video, das war aber auf meinem Handy hier bei Telegram. Die Demo Berlin, die ganzen teuren Bühnen, wer finanziert das? Fragezeichen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das im gewissen Rahmen auch Teil des Plans der Eliten mit ist. Ja, dass die Politiker immer lächerlicher werden, immer unglaubwürdiger, dass ein Frust auf die Mainstream-Journalisten wächst und so weiter. Denn natürlich darf man das nicht aus den Augen verlieren. Das ganze Equipment, die teuren Bühnen. Da wurden sicherlich noch zig andere Beispiele genannt. Ich muss es mir noch anhören, aber ich wollte es euch eigentlich vorspielen. Mal gucken, wie ich es mache. Denn leider direkt reinstellen konnte ich es nicht. Ist mir nicht gelungen. Ist mir schon gelungen bei Videos, aber da hat es irgendwie nicht geklappt. Also ich konnte nicht auf YouTube weitergehen mit diesem, was ich da zugeschickt bekommen hatte auf Telegram. Auf jeden Fall geht es eben darum, auch diese Dinge im Hinblick auf die Demo Berlin mal zu hinterfragen. Aber das heißt nicht, dass man da nicht mehr hingehen sollte. Es kommt ja darauf an, wessen Geisteskind ihr seid. Ja? Mit welcher Gesinnung, mit welchem Herz, mit welcher Bewusstheit ihr da hingeht und was ihr dann dort vor Ort tut. Ach, da war noch eine andere Sache, auch auf Telegram bekommen, dass jetzt in Deutschland die kleinen Kinder schon, Grundschulkinder, gegen Grippe geimpft werden sollen. Und dann hat eine Frau nachgeschaut beim RKI, da war das schon vermerkt, dass da H1N1 oder sowas dabei ist. Ich dachte eigentlich, das wäre die Vogelgrippe. Ist ja auch egal, auf jeden Fall Corona. Und wenn die Kinder nach der Impfung dann vielleicht leichte Erkältungssymptome zeigen, PCR-Test, ne? Vorsicht, Vorsicht.
Die Schweizer sichern sich ja auch immer schön ab. Da sagt ja auch irgendwie Swiss Medical, ja, so nach dem Motto, wir legen für den Test nicht unsere Hand ins Feuer. Viele Maskenhersteller sagen, wir legen dafür nicht unsere Hand ins Feuer, damit nicht jemand kommen kann und sagen, ja, ich habe doch immer schön eure Maske getragen, jetzt bin ich hier positiv getestet worden, wie geht das denn? Steht überall klein drauf, dass es eigentlich gar keinen Schutz bietet. Ja, dann hätte ich auch noch Bilder. Ich nenne es jetzt einfach nur kurz, ist jetzt wieder viel hin und her gehopst. Es gibt in Norditalien Bürgermeister von kleineren Gemeinden, bringe ich noch mit Beleg. Die haben das Tragen der Maske verboten. Ein Bürgermeister in Norditalien hat in seinem Ort 5G abgeschafft. Er hat es einfach gemacht, er hat es einfach verfügt. Und das sind mindestens zwei Bürgermeister, die wirklich ein Maskenverbot ausgesprochen haben. Norditalien. Da wird ja jetzt auch nochmal aufgerollt. Impfung von Kindern, Vergiftung, daher diese Covid-Corona-Symptome. Ja, jedenfalls, eben, Grundschulkinder, Grippeschutzimpfung, sowas gab es ja noch nie. Nach der Impfung vielleicht leichte Erkältungssymptome, Test positiv, Corona-Covid, Fallzahlen gehen in die Höhe, Freibrief für Verschärfung von Maßnahmen. Das hat eine Frau auf Telegram gebracht. Das ist schon breit gestreut worden. Eventuell bringe ich es noch von ihr im O-Ton, aber ansonsten im Groß ist einfach das, was ich jetzt gesagt habe. Sie hat beim RKI nachgeschaut, das findet man wohl schon, was in dem Impfstoff drin sein soll, diesem geplanten, der jetzt für diesen Herbst geplant ist, Deutschland, Grundschulkinder, an die soll es verabreicht werden, und hat dort tatsächlich gefunden, dass eben natürlich, da wird man natürlich jetzt sagen, ja klar ist da auch der Anteil Corona mit dabei. Was sollte das Ganze sonst? Aber eben, vergesst doch mal nicht die Kette. Mögliche Erkältungssymptome, dann Test positiv, Fallzahlen gehen hoch. Ja, also im Moment, das ist auch ganz wichtig, nicht nur Unterscheidungsvermögen, sondern auch, dass wir die ganzen Zusammenhänge, die ganzen Vernetzungen, die so extrem breit gefächert und verflochten sind, alles erkennen. Ja, damit halt einfach überall Licht reinkommt. Aber ganz wichtig ist auch die Qualität, die wir schon in uns tragen. Ja, und eben nicht vergessen, wach sein, hinschauen, Fakten nennen, aufklären, aber dann wirklich den Fokus, die Vision auf das Gewünschte, auf das Neue, auf das Gute, was wir alle ja möchten. Fast alle. Ich rede natürlich jetzt nicht von dieser elitären Clique dort. So, jetzt spiele ich noch ganz kurz was an, sonst wird es aber auch vielleicht doch wieder zu lang. Ich glaube, ich mache es separat. Ich spiele jetzt noch kurz ein Video an, was ich glaube ich auch ganz gut finde, es doch mal zu teilen. Da sind ja so viele im Netz, ich schaffe das auch gar nicht und ich schaffe es auch noch nicht mal alles zu sichten. Dann habe ich auch noch eins von Slowenien, das bringe ich die Tage. Und ja, demnächst werde ich sicherlich auch viel weniger Zeit haben, da muss ich gucken. Aber ich mache jetzt einen Break und bringe gleich in Teil 2, damit es nicht zu lang ist, ein Video, was vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant und dementsprechend teilenswert ist. Also, schönen Tag.